Bullseye. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, von uns, aber diesmal bin ich halt hier. Und ja, endlich mal wieder ein richtiges Commentary, was ich mal bringe. Kein Live-Commentary, das doch schlecht ist, nein. Hier haben wir eine wunderschöne Skracha in Diamant, Nuklear, auf dem PC, auf der Map Overflow. Und ja, lasst euch nicht von den FPS rechts täuschen, warum die so niedrig sind. Das habe nicht ich aufgenommen, sondern mein Kumpel. Und ja, hier HD-Movement. Egal, okay. Fangen wir mit dem Thema an. Und zwar, heute stelle ich euch ein paar Fragen, die ihr mir beantworten werdet, wenn ihr halt aktive Abonnenten seid. Und zwar fange ich gleich mit der ersten Frage an. Und die lautet, wollt ihr, ob wir Battlefield 3 oder 2, egal, oder 4 später auch noch, bringen sollen oder nicht? Ob ihr überhaupt das Spiel mögt? Und ja, ob wir es halt bringen sollen? Denn ich bin darin eher ein recht durchschnittlicher Spieler. Ich reiße da nicht solche Hammer-Scores oder so. Und ja, also das ist halt die Frage. Wollt ihr Battlefield sehen? Ja oder nein? Gut, dann die zweite Frage. Denn ich habe schon lange GTA 5 durch. Und soll ich Videos über GTA 5 machen mit GTA 5 Gameplay? So wie ich das Spiel halt finde. Halt die Multiplayer-Story. Und ja, wo ich halt einfach Sachen über GTA 5 erzähle. Und vielleicht wisst ihr es ja nicht, GTA 5 kommt vielleicht nicht für den PC raus, wegen den ganzen Leuten, die GTA 5 da die Raubkopien erstellen auf dem PC. Und deswegen hat Rockstar Games beschlossen, dass sie es vielleicht nicht rausbringen. Aber egal, lassen wir uns nicht vom Thema ablenken. Also ich würde mir trotzdem GTA 5 nochmal holen, selbst wenn ich es durch habe, für PC. Aber egal, so. Oder GTA 4 Videos, weil ich habe solche Hack-Reviews, oder nicht Hack-Reviews, Mods. Also Singleplayer-Mods-Reviews, so Grafik-Reviews und sowas halt. Und ich habe mir halt auch die Map von GTA 5 in GTA 4 eingebaut, diesen großen Berg da. Und ja, ob ihr halt solche Videos sehen wollt oder nicht, schreibt es auch rein. Und dann kommen wir schon zur dritten Frage. Ne, Frage nicht. Zum dritten Dings halt. Ja, wir haben ja schon lange eine Facebook-Page. Und falls ihr aktiv bleiben wollt und immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt bei uns, dann könnt ihr die Seite liken. Die ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und ja, bitte liken, Leute. Wäre echt geil, wenn wir noch die 20 Likes schaffen würden. Wenn erst 14. Ja, wäre echt cool, Leute. Und ja, hoffentlich schaffen wir das, ne? Weil wenn nicht, dann wäre es halt blöd, wenn wir halt, über 100, ne, dass wir 130 Abonnenten haben, aber nicht mal 20 Facebook-Likes. Und ja, Leute, ich habe gerade so eine richtig geile Laune, irgendwie Commentaries zu machen. Ey, ich habe wieder richtig Bock dran. Eine Zeit lang, muss ich echt zugeben, war ich demotiviert an Commentaries, aber jetzt, Alter, geht wieder richtig ab, Mann. Das bockt einfach richtig krass. Und ja, hier hat das schon die Nuklear erreicht. Und ja, mal schauen, vielleicht lege ich euch noch ein anderes Gameplay dahinter. Egal, auf jeden Fall. Zur dritten, vierten Ansage. Unten in der Beschreibung ist noch mein Steam-Account verlinkt. Könnt ihr mal, wenn ihr wollt, halt mich als Freund hinzufügen, wenn ihr aktiv bleibt und mit mir zocken wollt. Und Origin, mein Origin-Account ist auch noch drin. Oder Name halt. Den Origin-Namen, also Account habe ich von einem Kumpel, deswegen wundert euch nicht wegen den Namen. Und ja, dann fünftens, ich suche einen Designer, ne? Der halt immer halt da ist. Am besten auch PCler. Oder der halt auch lieber PS3 spielt, egal wegen Marius. Und ja, der uns halt neue Designs machen kann, weil langsam nervt es immer, über ein paar Tage zu warten, bis man jemand antwortet, die euch ein Design machen kann und dann vielleicht noch was dafür will. Und naja. Und ja, dann suchen wir halt Designer. Und sechstens möchte ich einen PC-Clan gründen. Wir zocken alles mögliche, MW3, MW2, Black Ops 2 und Battlefield halt, GTA, League of Legends, alles was geht. Und ja, wenn ihr PCler seid und dran Interesse habt, dann schreibt mich doch ruhig an bei Steam. Mein Name ist ja unten verlinkt.
Ja, ich hoffe, euch hat das Kommentar mal wieder gefallen. Es wäre echt super nett, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, Kommentare schreibt. Ja, und falls ihr was Positives an mir verändern wollt, dann schreibt es auch ruhig rein in die Kommentare rein, damit ich mich verbessern kann. Denn niemand ist hier jetzt gerade perfekt im Kommentieren. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen, das Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschö.